Hallo, es geht weiter mit Dragon Quest Builders 2. Und zwar haben wir das letzte Mal noch ein bisschen trockenes Gras aufgehoben. Ich kann mir auch die letzten Quests noch fertig machen. Wir benötigen 3 Betten. Oh, Baby. So, das war's. Ah, gut, wir müssen sie noch platzieren. Erstmal mal ein bisschen kochen. Easy. Ey. Oh. Ja, ich hab schon. Huch. Nein, lass mich ruhig. Ich will nur kurz platzieren. So. Platzieren. Platzieren. Ich will platzieren. Das ist ja wunderbar schwer. Du hast mir ein Bett gebaut. Und auch welche für euch beide. Eine Kirche bei Tage wird uns Energie geben. Und nach Sonnenuntergang können wir die finstere, gefährliche Nacht im Land der Träume verbringen. Ich frage mich, was Mama und Papa sagen würden, wenn sie wüssten, dass ich mich mit einem Erbauer abgebe. Also auch noch auf einer einsamen Insel. Alter, was habt ihr alle? Was ist falsch mit euch? Als die Kinder Hagons meine Heimatstadt Gichthafen angegriffen haben, ja, Gichthafen, ja, wurden meine Eltern in die Kämpfe verwickelt. Diese wahnsinnigen Monster haben sie kaltblütig ermordet. Also habe ich mich auf diesem verfluchten Schiff eingeschlichen in der Hoffnung, ihren Tod zu rächen. Aber ich wurde entdeckt, bevor ich etwas erreichen konnte. Wir wissen alle, was dann geschehen ist, ja. Oh, Papa, Mama, ich mag mit diesen beiden tumpen Toren auf einer einsamen Insel gestrandet sein, aber ich werde überleben. Ich bete, dass ihr in diesen schweren Zeiten über mich wacht. Ja, halt's Maul. Auf jeden Fall danke ich euch beiden von ganzem Herzen dafür, dass ihr uns einen Schlafplatz organisiert habt. Es war ein langer, schwerer Tag. Ich schlage vor, dass wir uns alle etwas wohlverdiente Ruhe gönnen. Ja. Gut. Mein Essen. Ich werde noch ein bisschen mehr kochen. So. Und kurz noch. So, machen. Boop. Ey. Bisschen auseinander. Raum. Reicht es? Okay. Erstmal mit ihr reden. Ey, Quest erfüllt. Lass mal sehen, du hast das Zimmer repariert, dich um meine Schlafangelegenheit gekümmert und mich bekocht. Ich glaube, das wäre alles. Ich muss schon sagen, es ist eine wahre Erleichterung, einen Erbau um sich zu wissen. Und der Qualität deiner Arbeit nachzuurteilen, würde niemand dir erraten, dass du gerade erst angefangen hast. Ich weiß, wir sitzen hier fest, aber in gewisser Weise freue ich mich schon fast. Ich werde dir noch mehr Arbeit auftragen, damit du ganz in deinem Handwerk aufgehen kannst. Aha, Bitch. Das Leben als Schiffbrüchige mag etwas weniger luxuriös werden, als ich es gewohnt bin, aber dennoch glaube ich, dass es ein unterhaltsames kleines Abenteuer werden könnte. Aha. Und was dich angeht, Malrauf, das könnte die perfekte Gelegenheit sein, dir etwas Kulturverständnis anzueignen, vielleicht sogar Manieren. Nun, schwer, ich möchte, dass du jeden Morgen bei Tagesanbruch losziehst und 30 Nachtmuscheln sowie 50 Streifentang sammelst. Bis Mittag muss alles gekocht sein. Sonst werde ich ungehalten. Ja, weißt du was? Wir könnten dich auch einfach hier rauswerfen. Alles klar. Hat der jetzt eine Quest? Moment. Noch mehr kochen. Du. So, du willst was? Ich dachte, Lulu wird sich etwas beruhigen, wenn sie bekommt, was sie möchte, aber sie ist noch genau dieselbe Nervensäge wie vorher. Aber ich bin trotzdem beeindruckt. Trotz all ihrer Quengeleien hast du alles hergestellt, was wir brauchen, um zu überleben. Ich wünschte, ich könnte auch, was du kannst. Hey, schwer, kann ich die Werkbank mal ausprobieren? Ich möchte selbst versuchen, etwas herzustellen. Ja. Ich habe den ganzen Tag über zugesehen, wie du Sachen herstellst. Und ich bin ziemlich sicher, dass ich genau weiß, was zu tun ist. Sieh her, schwer, ich werde ein Erbauer wie du sein. Also, womit fängt man noch gleich an? Solltest vielleicht mit Materialien was machen. Und nicht einfach nur draufschlagen. Nein, so klappt das nicht. Oh.
Warum funktioniert das nicht? Du hast es so gewollt, ja! Das habe ich nur falsch gemacht. Das ergibt keinen Sinn. Ja, warum kann ich nichts herstellen? Wenn es so weitergeht, werde ich nie einer Bauer. Ach, vergiss es. Ich dachte, diese Herstellerei wäre ein Kinderspiel, aber es ist viel schwieriger, als es aussieht. Tut mir leid, Schwer. Von jetzt an verlasse ich mich ganz darauf, dass du Sachen für mich herstellst. Und weil du all diesen Kram für Lulu gebaut hast, finde ich, dass es Zeit wird, einen Ausgleich zu schaffen und etwas für mich herzustellen. Oh, eine neue Sache? Oh, ei, krass. Ja. Kann nur von Malroth verwendet werden, okay? Warum nicht? Na, wir könnten jetzt da. Ja, warum nicht? Machen wir gleich. Warum nicht? Auch Holz, okay? Bisschen doof, dass es nur der verwenden kann, aber naja. Gibt schon mal was. Ist das für mich? Was soll ich denn mit einem albernen Stock? Das ist nicht irgendein Stock, es ist ein Eichenholzknüppel. Ich kann damit auf Dinge einprügeln. Ja, das hat sich wie für mich geschaffen an. Na gut, ich nehme ihn, her damit. Nice. Krass. So, mehr kochen. Wupp, wupp. So. Also, worauf wartest du noch? Na los, gib her, gib her, gib her. Ach so, ich muss ihn ausrüsten. Wow, krass. Ich muss ihn, aha, so. Mal drauf geben. Jo. Ja, Mann, jetzt kann er Lulu zerprügeln. Hey, das ist wirklich ein ordentlicher Knüppel. Ich frage mich, wie gut er ist. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Mach Platz, damit ich ein paar Übungsschwünge mit diesem Schätzchen machen kann. Ha. Ha, ich mag ihn, nein, ich liebe ihn. Schleime zu blätten wird ab sofort so viel befriedigender sein. Und das hast du aus nichts als dem Müll hergestellt, den wir am Strand gefunden haben. Du bist unglaublich. Ja. Danke schwer, dieser Knüppel ist das beste Geschenk, das mir je jemand gemacht hat. Glaube ich zumindest. Hallo, schwer, spürst du das? Irgendeine bösartige Aura. Sie muss von einem Monster kommen. Was auch immer es ist. Es ist viel gefährlicher als die schwächlichen kleinen Schleime, denen wir bisher begegnet sind. Es könnte die Gelegenheit sein, für dich sein, etwas übers Kämpfen zu lernen. Machen wir einfach alles nach. Dann kannst du dich mit dem Handumdrehen mit den Besten. Oh. Das Monster ist irgendwo an der Küste im Westen. Okay. Gut, dann pennen wir jetzt erstmal. Okay, wir haben noch zu tun. Dann halt nicht. Dann ab nach Westen. Karte ansehen. Oh, cool. Erbärmliche Bude, was soll das jetzt heißen? Da können wir aber gleich. Moment. Da können wir schnell reißen. Krass. Boah, geht es immer? Muschel. Na gut, dann gehen wir mal hier lang und prügeln. Ne, hier noch nicht. Irgendwo da hinten. Vielleicht bei diesem einen Greis oder was auch immer das war. Bei diesen Runen. Anscheinend ja. Oder auch nicht, ne. Davor. Hallo, hallo. Oh nein, eine Ratte. Kämpfen wir. Nicht angreifen. Moment. Oh, der hat aber eine krasse Reichweite. Was ein Arsch. Komm her. Verprügel ich den Arsch. Verpiss dich, Schleim. Wegen dir wurde ich erwischt. Easy. Nice. Boah, was war das? Als du gerade die Hand ausgestreckt hast, habe ich das widerstehliche Verlangen verschwindet, dagegen zu klatschen. Ja, was war das? Das wird man einschlagen. Nee, das ist immer High Five, Dude. Und das machen Freunde, wenn sie etwas wie gute Arbeit feiern wollen? Ah, ich habe mich ja nie als gefühlslos dich betrachtet, aber für dieses Einschlagzeug könnte ich wohl eine Ausnahme machen. Und wie hatte dir der Kampf gefallen? Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich fühle mich schon viel fitter. Yo! Level up!
Nice. Malrauf wird stärker und schwerer. Ich Stufe 2. Meine maximalen LP erhöhen sich. Hat sich gut angefühlt, diese Ratte zu vermöbeln, was? Wie ein irritierendes kleines Jucken, das man ausführlich und mit Nachdruck gekratzt hat. Aber vergiss nicht, du bist ein Erbauer, kein Kämpfer. Wenn du dich lieber ums Bauen kümmerst, kannst du mir das Monster vermöbeln überlassen. Trotzdem sieht es aus, als würde Bauen Spaß machen. Ich wünschte, ich könnte Sachen herstellen wie du, aber wahllose Zerstörung ist wohl eher mein Ding. Jedenfalls sollten wir jetzt zur Hütte zurück, bevor sich Lulu alle Betten unter den Nagel reißt. Sie ist gerissen. Die ist gerissen. Du sollst selbst im Schlaf ein Auge auf sie haben. Oh oh. Schwer. Ich bin froh, dich getroffen zu haben. Was meinst du? Wollen wir gemeinsam die ganze Insel erkunden? Nur du und ich? Aber lass uns morgen anfangen. Mir fallen jetzt schon die Augen zu. Okay. Easy. Nice. Oh. Ab in die Falle. Stellst du deine LP wieder her? Oh. Wenn du nachts im Bett schläfst du direkt ein und wächst gesund und munter. Okay. Nachts ist also. Klar, nachts wird's Tag und tagsüber wird man einfach nur geheilt. Finde ich ganz gut. Huch. Ausrufezeichen. Da ist dann wohl eine Quest. Die Quest zum Schlafen. Wow. Hoppala. So. Einfach noch kurz den Muschel auswechseln. Her damit. Ich frage mich, ob das auch verbrennen kann. Finden wir es heraus. Du. Easy. Du. Yeah. Also gut. Oh. Hey, guten Morgen, ihr beiden. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen, denn unser neues Leben als Schiffbrüchige fängt heute ganz offiziell an. Euer erster Auftrag ist, etwas Tang vom Strand zu fußen. Nein! Was? Was ist denn, Lulu, ein Monster? Meine Naschmuschel, sie ist verschwunden. Die hast du gegessen, bist du dumm? Was? Also schön, Marov, gib's zu. Ich weiß genau, dass du es warst. Ich habe gestern Abend absichtlich nur die Hälfte der gegrillten Naschmuschel gegessen, damit ich den Rest zum Frühstück essen kann. Gib sie zurück! Was blabberst du da? Ich habe deine miese, halbgemündelte Molluske nicht angerührt. Nanu? Ist auch, was ist denn dieses Mal los? Hey, ihr beiden, das soll ich euch ansehen. Ah, das ist der Schuldige. Dieses Monster muss meine Naschmuschel gemopst haben. Ho, ho, ho. Ich bin der Weihnachtsmann. Jo. Okay. Alles klar. Wenn es weiter nichts ist. Boah, es hat die ganze Klippe zerstört. Sind das etwa Stufen? Hohoho, ho, ho, hier entlang, Junge. Grün, 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 Scherbe. Da fuck. Okay. Dieser komische Kotz kann doch nicht wirklich erwarten, dass wir ihm folgen, oder? Andererseits kann er uns vielleicht mehr über diese Insel erzählen. Schwer, Lulu, verfolgen wir das Monster. Ich habe Fragen, die Antworten brauchen. Okay. Ja, damit. Und platzieren. Gut, dann schauen wir mal, was da los ist. Und ich futter mal so eine. 20%. Ja, krass, sehr krass. Ich will aber noch nicht alles wegfuttern. So, schauen wir mal. Stufen, die. Ja, gut. Blöcke. Ist wohl etwas richtiger. Hier auch Musik. Der Stein können wir. Nein, können wir nicht. Jo. Der ist aber ganz schön krass. Also, hat er das gerade erst gebaut oder war das da im Stein drin? Ich kann mir auch schon vorstellen, dass das dann wahrscheinlich der Dude war, der. Oh. Moment. Achso. Jo, Seile. Ja, geil. Ja, mit. Krass. Das finde ich gut.
Ich kann mir vorstellen, dass das der Typ ist, der uns herrufen wollte. Hohoho, hier entlang, hut, hut, hut. Naja, ist gut. Ich will noch ein paar Seile. Bleib, wo du bist, du abgedrehter Alter. Das gefällt mir überhaupt nicht. Dieses verrückte alte Monster hat sogar den Himmel seltsam eingefärbt. Moment, was? Yo, shit. Mir juckt schon der blöde Himmel. Ich will mein Frühstück. Und ihr beiden werdet mir gefälligst dabei helfen, es zurückzubekommen. Ach, du alte Schachtel, du. Du doofe Kuh, du. Mach's doch selber. Außerdem haben wir genug Muscheln. So. Ich frage mich, ob wir hier auch coole Sachen finden können. Ein paar Secrets. Bevor wir den Tipp hinterher... Oh, hier oben. Bevor wir dem Tipp hinterher laufen. Ein paar... Von diesen Seilen noch. Ich ignoriere die jetzt mal. Wir werden da schon was aufheben können, wenn wir es brauchen. Ich frage mich, ob wir da hochklettern können. Dann schauen wir mal. Tatsächlich. Krass. Cool. So lernt man Dinge dazu. Hier geht's runter. Okay. Ey. Ja, wir sollten einfach nur weiter. Einfach nur dahin, wo der Typ uns hinschicken will. Wobei, das hier sieht stark nach. Oh, da gibt's was. Da gibt's was, da ist was. Seht ihr das? Ich will da rein, Mann. Krass. Oh, da hinten ist er. Hier entlang, 333 Käse hoch, wir sind fast da. Wuku, 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 wuku. Wow. Okay. Er führt uns an der Nase herum, erwartet dieser hässliche Hämmerling etwa, dass wir ihm bis zur Spitze des Berges folgen? Das Monster hat irgendeine seltsame Macht, sowas habe ich noch nie gespürt. Wir müssen es einholen. Und es braten. Und vernaschen. Ja. So. Weiter geht's. Oh. Kann ich da... Schade. Ich dachte, da komme ich rein. Zu diesem krass aussehenden Ort. Ja. Okay, okay. So. Oh. Boah. Jo. Ja, Loot. Loot, ich will den Loot. Kisten, Kisten. Wie kommt so was denn auf einer einsamen Insel? Komm schon, schwer. Der Hämmerling ist direkt vor uns. Bringen wir ihn dazu, mit allen Geheimnissen dieser Insel rauszurücken. Okay. Rück mit deinen Geheimnissen raus, aber gib mir dein Loot. Ich will den Loot. Jetzt gibt es keine Kommen mehr, niederträchtiger Naschmuscheldieb. Das weicht hier zurück. Dann wird niemand verletzt. Aber eine edle Dame würde doch sicherlich einem hungrigen Hämmerling über halb vernaschte Reste gönnen. Ich dulde keine Ausflüchte. Diebstahl ist Diebstahl ohne Wenn und Aber. Schwer hat die Naschmuschel nur für mich gekillt. Und jetzt gibt sie zurück, du egoistischer, entsetzlicher, ekliger Einsiedler. Ja, ja, schwer. Ist ein Zufall, so will, habe ich darauf gewartet, dass hier ein Erbauer aufkreuzt. Und zwar seit schon so schrecklich lange. Moment mal, woher weißt du, dass er ein Erbauer ist? Oho, dir entgeht nichts, was nun? Ich habe mir die köstliche Naschmuschel genommen, weil ich deinen Freund hier hochlocken wollte. Sieh dich um, schwer. Dieser Tempel ist schon länger, als ich zurückdenken kann, in diesem beklagenswerten Zustand. Wenn du der Bauer bist, für den ich dich halte, kannst du ihn vielleicht restaurieren. Alles, was du benötigst, um den Tempel wieder aufzubauen, findest du gleich hier in diesen Truhen. Aber ein junger Bauer wie du könnte Schwierigkeiten dabei haben, es ohne Bauplan als Hilfe zu schaffen. Komm sofort her, du alter Kapuzenknacker, wenn du glaubst, dass wir dein Haus umsonst werden, hast du dich einmal geschnitten. Und überhaupt, was ist dein Bauplan? Ein Bauplan ist ein Plan zum Bauen. Wow, what the fuck? Alles klar, wir sind Saiyajin. Ha. Huh.
Schwer zeichnet folgenden Bauplan. Gipfeltempel. Oh. Krass. 11 von 36. 12 von... Ja, 11 von 36. Da brauchen wir nur 3 davon. Cool, cool. Schwer. Warum hast du halt die Linie auf den Boden gemalt? Ist das einer dieser Baupläne, die der Hämmerling erwähnt hat? Meine Güte, du warst noch nie hier und trotzdem konntest du den Entwurf für den Gipfeltempel aufzeichnen. Das ist unglaublich. Jetzt musst du ihn nur noch bauen. Acht darauf, dass du den Baublon auf dem Block genau folgst. Wenn diese alte Spinne die Wahrheit sagt, sollten diese Drohnen alles enthalten, was du brauchst, um den Bau abzuschließen. Sieht aus, als ob nur ein paar Mauerwerkblöcke quadratisch anordnen und dann eine Feuerschale obendrauf platzieren musst. Irgendwo habe ich ein Wort vergessen. Falls du einen Fehler machst, benutze einfach deine Handschuhe, um ihn auszubessern. Bist du bereit, Lenny Leuchteviel hier mal zu zeigen, wie ein richtiger Bauer arbeitet? Behalte den Bauplan im Auge, dann kannst du nichts falsch machen. Drücke Minus, wenn du auf deinem Bauplan stehst, um weitere Informationen anzuzeigen. Sieh dir den Bauplan während des Bauens genau an und stelle sicher, dass jeder Block an seinem Platz ist. Okay. Cool. Ja. Loot, 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 loot. Oh, okay, Blöcke, schade. Ich dachte, da ist jetzt was drin, mit dem wir Blöcke abbauen können. Und... Ah, okay, wir kriegen gleich den ganzen Spaß. Ja gut. Egal, aber wir sind schon wieder bei 21 Minuten, was wiederum bedeutet, es ist Zeit, diese große Folge zu beenden, ja. Natürlich nicht vergessen, erstmal speichern. Dann mache ich jetzt auch mal eine kleine Pause. Und zwar, ja, nicht vergessen, Discord-Server ist in der Beschreibung, ja. Habe ich das schon gesagt? Keine Ahnung. Und abonnieren und liken und kacken gehen am besten. Fett kacken gehen immer. Ist ja wichtig. Und dann, ja, wenn ich mal die Folge würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.